Okay, dann können wir heute, haben wir heute leider dieses Webinar nicht aufgezeichnet. Dann werden wir das nächste Mal aufzeichnen auch. Na, es läuft. Läuft eh, hast du? Okay, super. Gut, alles klar. Okay, gut. Dann hier ganz einfach mit Import draufdrücken, bekommen einen Disclaimer und man sieht, es werden jetzt diese, sind jetzt diese Listen importiert worden. Und wenn man sich diese Listen dann anschaut, die man jetzt hier importiert hat, die kann man sich dann hier unter statische Listen anschauen und dann sieht man eben zum Beispiel, wir haben den DAX 30 importiert und man sieht hier drinnen die aktuellen Werte dieses DAX 30. Im Moment ist es so, dass diese Instrumentlisten, die wir von unserem Server runterladen und die man hier zum Beispiel in DAX 30, in DAU 30 und so weiter findet, die werden monatlich überprüft und auf den neuesten Stand gebracht. Mag vielleicht nicht sein, dass es genau jedes Monat ist, aber eineinhalb monatlich spätestens werden die hier auf den neuesten Stand gebracht und sind mehr oder weniger diese Indexlisten. Diese ändern sich natürlich nicht so stark der DAX 30, aber natürlich, wo sind wir da, der S&P 500 hier drinnen. Hier tut sich schon ziemlich etwas, also da gibt es schon monatliche Änderungen. Und hier kann man damit rechnen, dass das so im eineinhalb Monatsrhythmus spätestens hier diese Listen hier auf den neuesten Stand gebracht werden und abgedatet werden. Das sind natürlich diese Listen, die wir zur Verfügung stellen kann, hier über den Server zur Verfügung stellen. Das heißt aber nicht, dass die man nicht bearbeiten kann. Man kann die selber natürlich auch bearbeiten und kann hier Werte hinzufügen. Das sind aber grundsätzlich so die vordefinierten Listen und dann gibt es noch zum Beispiel solche Listen wie eine Short-Watch-Liste, die man sich selber erstellen kann und selber zusammenbauen kann, je nachdem, wie man sie verwenden möchte. Das heißt, grundsätzlich nochmal kurz zur Erinnerung, hier reinschauen. Hier gibt es die Instrumentlisten, hier gibt es vordefinierte Listen, die haben wir am Server. Die können Sie sich runterladen, können aber auch eine eigene Liste erstellen. Und zwar jetzt zum Beispiel, dass man sich eine Liste erstellt, eine Short 5-Sterne-Liste zum Beispiel oder eine Short Forex-Liste, wie auch immer man das die dann nennen möchte. Wenn man sich hier eine Liste neu erstellen möchte. Wie Sie sehen, auch hier diese XTB-Listen, auch die werden runtergeladen von unserem Server. Aber wenn man sich jetzt selber eine Liste erstellen möchte, so hat man einerseits die Möglichkeit, sich hier oder zum Beispiel sehen möchte, welche Liste, wie schaut jetzt der DAU 30 im Detail auch aus, dann habe ich hier die Möglichkeit, mir auszuwählen, eine dieser Listen, die wir schon geladen haben, wählen hier zum Beispiel DAU 30 aus und ich sehe hier ganz genau, welche Werte sind hier drinnen im DAU 30. Aber man sieht hier auch nun den Instrumenttyp beziehungsweise den Langnamen, also nicht nur den Short, sondern auch den Langnamen und hat hier eine bisschen bessere Übersicht über das, was sich im DAU 30 befindet. Okay. Kann aber jetzt natürlich auch irgendeine andere Liste auswählen. Gehen wir jetzt zum Beispiel auf eine Shortwatch-Liste, die ich mir selber gebaut habe zuvor. Gehe ich hier auf Shortwatch und jetzt sehe ich hier drinnen auch, was in der Shortwatch-Liste drinnen ist. Es sind ja zufällig auch nur Stocks drinnen, aber natürlich in einer Shortwatch-Liste können natürlich CFDs drinnen sein, können Aktien, Futures, was auch immer drinnen sein. So, jetzt möchten wir eine neue Liste erstellen. Wie wir gesagt haben, ich möchte jetzt mir zum Beispiel eine Long-Liste 5-Sterne-Liste erstellen. Oder ja, Sterne-Liste erstellen. So, gehen wir mal grundsätzlich auf Entleeren hier. So, und jetzt diese Liste, die habe ich jetzt eingegeben hier. Und grundsätzlich könnte ich mir auch mal eine leere Liste erstellen.
die ich mal nur so herrichte und noch keine Werte drinnen habe. Wenn ich das hier mal so eingebe, wie das hier ist, eine Long 5-Sterne-Liste zum Beispiel, und sage hier Speichern, dann sieht man hier Long 5-Sterne-Liste, klickt man hier drauf, sieht man keine Einträge dazu. Klickt man hier auf die Long Watch drauf zum Beispiel, dann sieht man hier ein Plus darunter und hier haben wir schon Werte drinnen. Das heißt, jetzt haben wir grundsätzlich mal nur eine Hülle abgespeichert. Jetzt kann man natürlich aber auch eine Short 5-Sterne-Liste zum Beispiel machen. Short, überschreibe einfach hier, sag wiederum speichern und jetzt wird man hier wiederum eine Short 5-Sterne-Liste sehen, wo nichts drinnen ist. So, jetzt habe ich grundsätzlich mal selbst erstellte Listen gebaut und jetzt kann man hier die natürlich befüllen, diese Listen. Ich kann sie mir einerseits hier raus befüllen, dass ich sage jetzt, wenn ich schon Werte habe, irgendwo vielleicht von extern, aus irgendeinem externen Tool, dann habe ich die Möglichkeit, mir hier zum Beispiel einzugeben, Short, eine Apple, so, klicke hier drauf und ich sehe sofort, okay, die Apple, das ist eine Aktie, ich könnte mir hier eingeben, den Euro-US-Dollar, ich könnte mir hier eingeben, den FDAX, und so weiter und so weiter. Kann aber natürlich auch eines machen, dass ich mir aus einer bestehenden Shortliste, die ich mir schon zusammengebaut habe, vielleicht hier aus einer Shortwatch, wo ich sage, da sind schon Werte drinnen, die möchte ich aber jetzt teilweise auch drüben haben in dieser Short 5-Sterne-Liste, kann ich mir hier auch Werte rüberziehen aus dem verschiedenen Instrument Trees hier, beziehungsweise aus den Listenbäumen oder aber auch hier oben aus den verschiedenen, wenn Sie die hier anschaut, aus den verschiedenen Exchanges hier eins nach dem anderen rüberziehen, wenn ich weiß, das sind Short 5-Sterne-Shortlisten. Also diesmal die Möglichkeit hier, dass man aus dem Instrument Escort heraus sich selber Listen zusammenbaut. Jetzt gehen wir auf Speichern und dann sieht man jetzt in dieser statischen, in den Static Lists drinnen, gehen wir jetzt auf die Short 5-Sterne-Liste, so, dann sieht man jetzt, sind genau diese Werte hier drinnen, die wir hier angelegt haben. Ist ja natürlich nur mal da aus dem Instrument Escort zu arbeiten, macht natürlich nicht sehr viel Sinn, weil ich möchte natürlich diesen 5-Sterne Listen, natürlich, da hat man ja nur die Möglichkeit, wenn man wirklich die Märkte dazu sieht. Ich habe Ihnen nur gezeigt, dass es grundsätzlich hier drinnen möglich ist, Listen zu bauen, sich zusammenzustellen, aber meistens macht Sinn, wenn man sich hier aus, zum Beispiel aus den NASDAQ 100 heraus oder aus irgendwelchen anderen, wenn man jetzt zum Beispiel aufmacht, eine DAP-Chart-Gruppe, dort den, lesen wir jetzt die ersten 100 Werte des S&P 500 ein. So, machen wir die mal auf. Und da haben wir schon gesehen, es ist ja natürlich auch eine Liste, die wir jetzt vorher runtergeladen haben aus dem Instrument Escort und genau mit diesen Listen kann man dann eben so weiterarbeiten im Machina Trader, dass man sich dann einerseits, hier das ist die NASDAQ 100 Liste, dass man sich hier dann Screener oder Listchart-Gruppen aufmacht oder ja, Screener baut, Watches baut oder dass man sich hier DAP-Chart-Gruppen baut und aufmacht und dazu eben zum Beispiel die ersten 500, die zweiten 500 Werte des S&P 500 und so weiter hier reinlegt. So, und das ist mal so jetzt grundsätzlich der Unterschied zwischen den selbstgebauten Listen und den Listen, die wir am Server zur Verfügung stellen. Sind grundsätzlich in der Handhabung absolut gleich. Man hat halt unterschiedliche Verwendungsweisen dafür, muss man aber selber dann wissen, wie man
wie man mit diesen Listen eigentlich umgeht, was man damit machen möchte. So, um jetzt aber Listen dann wirklich vernünftig zu erweitern, hat man dann eben verschiedene Möglichkeiten, dass man sich hier dann durchhandelt, durch diese ganzen Tabs hier. Und wenn ich jetzt sehe, okay, ich möchte jetzt diesen Wert einer Shortliste zuordnen, würde in dem Fall ja auch sogar Sinn machen jetzt, dass man diesen Wert einer Shortliste zuordnet, so hat man einerseits hier die Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt diesen Wert meiner Shortliste, einer 5-Sterne-Short, die haben wir da unten gehabt, wir haben natürlich zu viele Listen da, möchte ich jetzt dieser Short 5-Sterne-Liste zuordnen. So, und jetzt habe ich diesen Wert hier dieser Liste zugeordnet. Ist natürlich ein bisschen mühsam, wie man gerade gesehen hat, wenn man sehr viele Listen in Verwaltung hat, dass man hier sagt, okay, das ist der Wert, ist für mich, möchte ich auf eine Shortliste stellen. Aber natürlich hier immer auf den Button zu klicken oder auf das Icon zu klicken, da weiß ich wo runterturnen in diese Listen hinein, bis man es irgendwann einmal diesen Wert zugeordnet hat, ist es natürlich mühsam. Da sieht man aber auch, in welchen Listen, Moment, dieser Wert zum Beispiel vorhanden ist. Und zwar überall dort, wo er angehakt ist, dort weiß man, in diesen Listen befindet sich die ATI. So, jetzt möchten wir es natürlich schneller machen, das Ganze. Und dafür, um diese Listen jetzt zu bearbeiten, auch in der täglichen Arbeit, und da macht es ja auch eigentlich auch Sinn, dass man sagt, man hat jetzt hier eine Longliste, eine Shortliste, die möchte ich jeden Tag abwarten, die möchte ich jeden Tag auf den neuesten Stand kriegen. So hat man hier ja so die, dass man sich hier mehr oder weniger eine Marktvorbereitung durchackern kann. Sieht hier zum Beispiel, okay, der Wert ist in einer Longliste drinnen, und zwar hier sehen Sie ja im Action Bar drinnen die Möglichkeit, dass man sich hier Listen zuordnet. Dass man hier, jetzt sieht man dadurch, dass dieser Button hier rot ist, dass der gerade einer Long-Watch-Liste zugeordnet ist. Jetzt möchte ich aber gerne erstens einmal möchte ich ihn da draußen haben, aus dieser Long-Liste, weil der für mich schon langsam relativ short ausschaut, dieser Wert, und kann ihn jetzt hier einer Short-Liste zuweisen, indem ich hier einfach drauf drücke. Und dann ist er, wenn man sich das anschaut, geht man jetzt hier rein in den, in den Instrument Escort. Im Instrument Escort hat man hier wiederum diese statischen Listen drinnen. Und wenn wir hier jetzt drauf schauen auf diese Short Watch, dann werden wir sehen, dass diese ACE, Moment einmal, ist das die Shortwatch, ist das vielleicht eine andere, die hier verwendet wird? Moment mal. Instrument Escort. Gehen wir hierher, da sehen wir es wahrscheinlich besser. Ah, Moment, Shortwatch. Da, genau, ist sie hinten angehängt worden. Also sie ist jetzt ganz unten. Die wird dann später noch hochgereiht. Aber grundsätzlich ist die jetzt mal hier drinnen in der Shortwatch-Liste, und kann ich mir hier jetzt dann auch, wenn ich jetzt eine Shortliste aufmache, über Listchart-Gruppe, wähle ich mir hier aus dann die Short Watch hier, gebe hier, bestätige hier, kann hier noch eingeben dann die verschiedenen Zeiteinheiten, in der ich diese Liste jetzt sehen möchte. Jetzt haben wir eingestellt 5 Minuten, 1 Stunde, 4 Stunden. Wenn man zum Beispiel jetzt 15 Minuten sehen möchte, geht man hier noch auf 5 Minuten,
15 Minuten, eine Stunde zum Beispiel, kann man hier auswählen. Ich sage hier OK und damit wird mir hier diese Liste hier angezeigt, diese Short Watch Liste, wo man auch sieht, diese ACE, die wir jetzt gerade hier über diesen Button vorhin zugeordnet haben, die ist jetzt hier drinnen auch ersichtlich. Okay, wie komme ich jetzt diese, und zwar wir haben ja vorhin diese Short 5-Sterne-Liste hier angelegt, so wie bekomme ich die jetzt hier rein in diesen Action-Bar? Das geht wiederum so, dass man hier rechte Maustaste, Instrumentliste und ich kann mir hier jetzt auswählen zum Beispiel eine dieser Listen, die wir jetzt hier in unserem ganzen Listenportfolio drinnen haben. Wählen wir jetzt aus, ich sehe schon, ich muss mal ausmisten hier. So, jetzt wählen wir diese Short 5-Sterne-Liste hier aus. So, sage hier okay. Und damit habe ich jetzt diese Short 5-Sterne-Liste hier stehen. Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier durchgehe und sage, das ist diese ACE soll auch in diese Short 5-Sterne-Liste hinein, dann klicke ich hier rauf und dann ist wie man sieht, hier in dieser Short 5-Sterne-Liste, in dieser Liste und in dieser Liste drinnen. Das heißt, ich kann mir hier mehr oder weniger über Buttons Listen darstellen und kann hieraus steuern, wenn ich hier durchgehe oder in einer Marktvorbereitungsphase hier durchgehe, sieht man ja auch, ist dieser Wert auch hier, gehe hier einfach durch und kann jetzt hier diese Werte, wenn ich sehe, okay, der hat jetzt ein Short-Potenzial, der könnte jetzt aufgrund dieser Kerze hier Short werden, der macht für mich einen sehr Short-Eindruck, klicke ich hier drauf, dann ist auch die AED drinnen und kann hier ganz einfach mich durchklicken und kann mir natürlich sagen, wenn das jetzt ein Long-Wert ist oder das ein vielleicht der ein Short-Potenzial aufweist, gebe ich ihn einfach dazu und bin hier relativ schnell in der Verarbeitung oder besser gesagt im Durchschauen der visuellen Kriterien der unterschiedlichen Werte. Habe hier natürlich die Möglichkeit aus dieser Tab-Chart-Gruppe heraus hier mir den Tag anzuschauen, was immer sehr wichtig ist, auch wie schaut das Ding in der Woche aus und wie schaut das Ding in der Woche im Monat aus. Und kann mir hier natürlich ein sehr gutes Bild darüber machen, ist das, was mir hier der Tag zeigt, auch das, was mir die Woche und der Monat zeigt. Und wenn das zusammenstimmt, dann habe ich natürlich schon einmal hier einen Wert drinnen, der zumindest ein Short-Potenzial für den nächsten Tag oder für die nächste Zeit hier aufweist. Und so kann man sich eben verschiedenste Listen hier zusammenbauen. Das mag vielleicht eine Short-Tagesliste sein, dann mag es vielleicht eine Short-1-Stunden-Liste geben, dann mag es eine Short-5-Minuten-Liste geben, wie auch immer, wie man sich das Ganze hier einfach zusammenbauen möchte. Aber grundsätzlich hat man hier die Möglichkeit, das hier sehr schnell den Listen zuzuordnen. Um es noch schneller zu machen, gibt es die Tastenkombinationen hier, wo wir auch wiederum Instrumentlisten drinnen haben, und zwar hier geht es darum, dass man diesen Listen, die wir hier im Action Bar drinnen haben, gleich einen Shortcut zuweist. In dem Fall, was haben wir offen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, das wird dann die Umschalttaste 7 sein. So, machen wir Umschalt 7, weisen wir zu. Okay, das wird bereits irgendwo genützt. Wird auch genützt. Dann machen wir hier einfach Control. Control 7. Ja, okay, das hat er jetzt genommen. Das heißt, jetzt haben wir hier Control 7 eingetragen. Das heißt, sobald ich jetzt sehe, okay, dieser Wert, den möchte ich gerne in der Short 5-Sterne-Liste drinnen haben, bin ich hier ganz einfach, kann ich hier durchgehen und sage, das ist Control 7 und Sie sehen, der wird jetzt sofort dieser Liste hier zugeordnet und ich kann jetzt hier in Windeseile durchgehen,
kann sagen, okay, das ist für mich ein Wert, den möchte ich auch drinnen haben. So, Short 7, also Control 7, das ist auch ein Short-Wert vielleicht, wieder Control 7, und man sieht, hier kann man sehr, sehr schnell die Instrumente dann den verschiedenen Listen zuordnen. Das heißt, grundsätzlich habe ich hier eine S&P 1, das heißt, das ist die Indexliste, so wie sie von unserem Server kommt. Und dann habe ich aber noch andere statische Listen noch, die mehr oder weniger mir dann das abbilden, was ich gerne in diesen Listen drinnen haben möchte, die mir aus der Marktvorbereitung entstehen, die mir aus verschiedenen Arbeitsrichtungen entstehen. Dafür kann ich dann unterschiedliche Listen anlegen und dann täglich weiter bearbeiten. Also hier rein nur mal, welche Listen gibt es, und das sind hier die statischen Listen. Dann, wenn man wieder reinschaut, um vielleicht noch herzuzeigen, wie das auch noch verwendet wird, ich habe jetzt diese Short 5-Sterne-Liste hier angelegt, und die kann ich natürlich dann über Listchart-Gruppe oder wie auch immer dann natürlich weiterverwenden. Wählen wir hier diese Short, sollte ich sie jemals wieder finden, Short 5-Sterne-Liste hier aus, sage hier OK und habe hiermit dann einen Scanner aus dieser Liste gebaut, eine Listchart-Gruppe aus dieser Liste gebaut, wo mir halt diese Werte, die ich für Short empfinde, aus meinen visuellen Kriterien heraus, hier bereits zugeordnet habe und hier natürlich mir meine Short-Szenarien dann über Signale dann auch zusätzlich bestätigen lasse. Das heißt, natürlich hat man, wenn man in einer Shortliste drinnen ist, sich drinnen befindet und man grundsätzlich schon die übergeordneten Zeiteinheiten eine Short-Tendenz anzeigen und ich dann vielleicht in untergeordneten Zeiteinheiten, wie zum Beispiel in 5 Minuten, 15 Minuten, einer Stunde noch ein Short-Signal bekomme, dann habe ich hier natürlich schon eine doppelt höhere Wahrscheinlichkeit, dass dieses Instrument auch in diese Richtung dann weiterzieht. Und das ist natürlich Short Grundeinstellung des Wertes, oder dass man schon Short sieht und dann ein Short-Signal noch, dann hat man natürlich hier natürlich schon die besseren Voraussetzungen. Hier vielleicht noch ein kleiner Ausblick auf das, was noch in 1.9 kommen wird. Hier haben wir ja auch Long-Signale drinnen. Natürlich kann ja auch ein Short-Wert mal ein Long-Signal geben. Aber wenn man sagt, ich möchte wirklich wird in der Shortliste wirklich nur Short-Signale sehen, dann hat man ab der Version 1.9 die Möglichkeit, ich hoffe, ich habe jetzt 1.9 drinnen, Signalrichtung, genau, und sage, ich möchte hier nur Short sehen. Und ab diesem Zeitpunkt sieht man auch nur die Short-Signale, kann man sich so einstellen dann, nur Short, und dann wird man aber auch nicht getäuscht, oder wenn man plötzlich in der Short-Liste irgendwelche Long-Signale sieht, sondern hier werden dann wirklich nur die Short-Signale angezeigt und das bleibt dann so, und wenn ich hier in einer Short-Liste bin, kann ich wirklich nur auf Short-Signale hingewiesen werden. Gut, okay, das mal so zu den statischen Listen. Jetzt komme ich kurz zu den dynamischen Listen, was eine dynamische Liste ist. Eine dynamische Liste ist, kommt aus unserem End-of-Day-Screener. Und zwar, wenn man sich die nochmal anschaut, haben wir hier dynamische Listen und die sind aber fix vorgegeben und die kommen aus unserem End-of-Day-Screener. Und zwar kann man sich hier End of Day. So, okay. Und hier sehen Sie Signals. Und das sind hier schon fix vorgefertigte Listen, die wir uns aus dem Internet holen. Und da können Sie zum Beispiel jetzt mal schauen, jetzt möchten Sie alle Werte sehen, die eine Head-Shoulder-Funktion
Funktion Darstellung, sorry, bin halt schon ein bisschen zu platt. Head Shoulder, hier, wenn man sich das hier auswählt und sagt hier Load Data, dann bekommt man alle, die auf Tagesbasis eine Head Shoulder Funktion, Kopf-Schulter-Formation mehr oder weniger zeigen. Beziehungsweise kann ich mir auch hier auch anzeigen lassen, alle Top Gainers. So. Kann mir hier anzeigen, alle New Highs zum Beispiel, alle, die auf Tagesbasis ein neues Hoch gemacht haben oder alle, die ein neues Tief gemacht haben und so weiter. Also das ist hier Information, die wird hier aus dem Internet gezogen, über Kaufte zum Beispiel und so weiter. So, das sind hier die dynamischen Listen, die wir haben. Und auch diese kann man sich hier grundsätzlich mal anschauen, dass man sagt, ich möchte mir hier eine Listchart-Gruppe aufmachen und dafür möchte ich mir zum Beispiel alle die anschauen, die New Highs, was sind wir jetzt, das ist so ein bisschen, so, die New Highs anschauen. Möchte mir die jetzt auf Tagesbasis zum Beispiel, auf Tag, Woche, Monat anschauen. So, und dann bekomme ich, was immer diese Liste mir dann hergibt. Bekomme ich dann hier angezeigt. Das sieht man schon hier, DHD, oder? Ist natürlich nicht ein All-Time-High, sondern es ist ein High innerhalb einer bestimmten Zeitspanne zurückliegend. Sieht man aber doch schon, dass das hier mehr oder weniger, das ist es in dieser Liste angezeigt werden. Also werde die gerade ein neues Hoch irgendwo ausbilden, im Gegensatz zu vorhergehenden relativen Hochs und Tiefs. Also das hier sind dynamische Listen und wieso sind die dynamisch, weil sich die natürlich jeden Tag ändern können. Das heißt, diese New High Liste, die schaut heute anders aus als morgen. Und die wird eben, die kann man sich jeden Tag neu aus dem Internet laden und hier reinziehen. Deswegen dynamische Listen, eben kann sein, dass hier Werte noch drinnen sind, dass hier morgen noch Werte drinnen sind, die heute drinnen sind, aber natürlich auch entweder können neue rausfallen bzw. können neue dazukommen. Aus diesem Grund sind das dynamische Listen, die man sich hier auch anzeigen lassen kann. Sie haben natürlich auch einen bestimmten Sinn und sind natürlich aber auch gut dass man sich auch aus diesen Listen wiederum dann mehr oder weniger seine Long- und Short-Listen zusammenbaut. Wenn ein Wert ein neues Hoch gemacht hat, dann ist es natürlich immer gut, dass man so etwas mal grundsätzlich in eine Long-Watch-List hineinlegt, vielleicht auf eine Long-Watch-List auf Tagesbasis oder wie auch immer, um hier zumindest mal eine Indikation zu haben und dann so eine Long-Watch-Liste auf Tagesbasis dann weiter zu verfeinern, dass man sagt, okay, ich schaue mir grundsätzlich dann diese Long-Watch-Liste auf Tagesbasis an und schaue, dass ich hier dann Intraday-Signale bekomme oder wie auch immer. Das sind ganz einfach, das ist jeder, wie er sich selbst haben möchte, wie er sich selber gestalten möchte, aber grundsätzlich bieten eben genau diese Listen hier diese Möglichkeiten. So, das waren die dynamischen Listen, um hier nochmal kurz reinzuschauen. Märkte Mappings, nein, nicht Märkte Mappings, sondern hier Instrument Escort, dass man hier sieht, dynamische Listen sind genau die ich jetzt gezeigt habe. Sie können sich natürlich aber auch hier anschauen, was hier genau drinnen ist und natürlich aber auch eines, wenn man sich hier durchklickt durch die verschiedenen Listen hier, man sieht auch immer wieder sofort, wie das Instrument dazu ausschaut in seiner vollen Ausprägung, in seiner vollen Definition. So, okay. Dann kommen wir kurz auf den Screener hier. Hier drinnen haben wir schon gesehen, kann man schon verschiedene Listen sich zusammenbauen oder auch auswählen, dass man sieht, ich möchte mir hier zum Beispiel alle Overbought oder alle Oversold anschauen, hier mit Load,
sehe ich dann genau, welche überkauft, welche überverkauft sind. Diese dynamischen Listen können ein zusätzliches Filterkriterium sein. Grundsätzlich aber haben wir hier im End-of-Day-Screener die Möglichkeit, uns Listen zum Beispiel zusammenzubauen. Zum Beispiel sagen wir, ich möchte mir alle Earnings, die jetzt innerhalb oder die jetzt am zum Beispiel morgen stattfinden, möchte ich mir gerne anschauen. Gehe hier auf Earnings Day Tomorrow, sage hier Load und bekomme alle Earnings raus, die morgen stattfinden. Ich könnte auch zum Beispiel sagen, ich möchte mir alle Earnings anschauen, die in den nächsten 5 Tagen stattfinden. Dann ist die Liste ein bisschen länger. Jetzt könnte ich aber sagen, ich möchte mir jetzt aber nur diese Earnings anschauen, die zum Beispiel in einem dieser Listen drin, zum Beispiel im S&P 500 gelistet sind. Jetzt wähle ich mir diese 5 Listen hier aus, gehe auf Load und da sieht man, da bleiben dann nicht mehr viele übrig. Das heißt, es sind zwar die Listen ausgewählt, aber die meisten Earnings finden irgendwo im außerhalb der Indexlisten statt. Aber nur, dass man sieht, dass man sich hier auch zusätzliche Möglichkeiten zuholen kann, wie man sich Listen bauen kann. Oder ich kann zum Beispiel auch sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel haben alle Werte, alle Earnings, die in den nächsten 5 Tagen stattfinden und die seit einem Monat nach oben marschiert sind. Also das letzte Monat eine positive Performance erzielt haben. Sage hier Load Data und bekomme hier so eine Liste raus. Kann es natürlich wieder einschränken und sagen, ich möchte nur sehen, die jetzt morgen Earnings haben, aber seit einem Monat gestiegen sind. Sage hier Load Data und ich sehe hier, okay, ist auch nur eine große Anzahl und so weiter. Da kann man sich ganz einfach spielen und zum Beispiel auch sagen, ich möchte aber jetzt nur alle Werte sehen, die von der Lokation her in USA angesiedelt sind. Oder schauen wir, ob wir Europa auch etwas bekommen. Ein paar sind auch, die in Europa angesiedelt sind. Also das heißt, man kann hier relativ viel sich zusammenbauen schon. Was hat es jetzt zu tun mit einer Liste? Das kann ich mir jetzt abspeichern. Und zwar, da kann ich jetzt sagen, das sind Earnings. So, Europe, 1 month up zum Beispiel. So, speichere mir das hier ab und zu diesem Zeitpunkt habe ich mir ein Preset erstellt und das heißt eine Vorlage erstellt und ich kann mir diese Vorlage jeden Tag abrufen und zwar indem ich das hier neue Chart Container auf List Chart Gruppe gehe zum Beispiel, mir jetzt diese immer. Genau, diese Earnings One Month Up hier anschaue oder auswählen. Ich wieder hier auswähle, in welcher Zeiteinheit möchte ich die sehen. So. Und bekomme jetzt diese Werte hier als List Chart Gruppe geliefert. Muss natürlich eins dazu sagen, wir haben jetzt nicht alle drinnen, weil ich anscheinend nicht alles importiert habe, was hier im EOD-Screener hier angezeigt wird. 1, 2, 3, 4, 5, doch, dürfte sich ausgehen. Most traded, schauen wir mal, Earnings. Doch, sind 5 Werte sind drinnen und diese 5 Werte sehe ich hier genau. Das heißt, wenn man sich so etwas laden möchte,
jeden Tag neu laden möchte oder ich mir jeden Tag das anschauen möchte, was die morgigen Earnings sind aus Europa, die einen Monat lang gestiegen sind, hier, dann kann ich mir das so zusammenbauen, lege mir hier eine Vorlage fest, speichere sie mit einem Plus ab und habe sie dann auch unter den Instrumentlisten zur Verfügung. Und zwar nicht nur hier, wo wir gesehen haben, dass wir sie hier ausgewählt haben, sondern wiederum, wenn wir hier reinschauen in den Instrument Escort unter Screener Presets, Earnings Europe 1 Month Up, fällt das E, sehe ich gerade, sieht man jetzt, sind genau diese Werte auch drinnen. Ich kann es mir hier zum Beispiel auch anschauen. Das heißt, hier wiederum eine andere Art der Instrumentlisten, dass man sich Instrumentlisten aus dem End-of-Day-Screener zusammenbaut. Hier gibt es ja eine große Anzahl von Möglichkeiten, die man miteinander kombinieren kann, im Zusammenhang, aber dann noch, dass man sagt, ich möchte hier noch nur die Top-Gainers vielleicht anschauen oder ich möchte mir hier nur bestimmte, aus einem bestimmten Indexlisten noch die Ergebnisse holen und so weiter. Das heißt, das hier kann man natürlich mit einbeziehen in diese Kriterien hier und kann sich daraus eben eine Liste bauen, die sich jeden Tag verändert. So, und jetzt, um das noch zu zeigen, wie man das vielleicht jetzt hier noch managen kann, und zwar, dass man nicht jeden Tag sich eine neue Liste generieren muss, so hat man hier die Möglichkeit, und zwar ist das für mich vielleicht eine Liste, die jetzt nicht diese Earnings Europe 1 Month Up ist, sondern ich sage grundsätzlich, das ist für mich einfach der Daily Scanner, an dem ich mich mir gerne verschiedene andere Listen gerne zusammenbauen möchte, wie auch immer. Nehmen wir das mal um und sagen, das ist die Daily Watch List. Der Daily Watch Scanner. So. Und jetzt habe ich das hier umbenannt. Das heißt, ich habe grundsätzlich jetzt hier die Werte drinnen, die aus diesem Preset entstanden sind, das man hier hat. Aber ich möchte mir vielleicht noch andere dynamische Werte auch noch, andere dynamische Listen auch noch auslesen. Wie zum Beispiel, ich möchte zum Beispiel zu diesem Screener Preset, entschuldigen Sie, auch noch, sagen wir mal, eine dynamische Liste hinzuholen, und zwar sagen wir mal die, wo sind wir, diese Shoulder, wo haben wir, genau, Head Shoulder oder Head Shoulder Inverse, wie auch immer, eine dieser beiden oder Earnings Before, egal, irgendetwas aus dieser Liste, die natürlich dynamisch ist, die sich jeden Tag irgendwo ändert. New Lows, nehmen wir die mal. So. Jetzt haben wir so diese beiden Listen hier mal in diesem Scanner drinnen. Und die ändern sich natürlich jeden Tag. Und die möchte ich natürlich nicht jeden Tag mir immer wieder in diese Daily Scanner Liste neu hineinladen müssen. Und das hier schaffen Sie ganz einfach über die Möglichkeit, rechte Maustaste, Instrumentliste neu laden, und wenn man jetzt das hier anschaut, dann sehen wir, ist diese New Low, aber auch diese Screener Vorlage, diese Earnings Europe 1 Month, ist jetzt hier ausgewählt. Kann ich natürlich noch mehrere dazu holen, wenn ich mehrere Listen mir anschauen möchte, aber ich kann eigentlich jetzt jeden Tag hergehen und sagen, ausgewählte neue laden. Wenn ich hier draufklicke, wird der Scanner gelöscht und es werden diese beiden Listen hier wieder neu ausgelesen. Das heißt, die werden sich natürlich hier jeden Tag ändern, aufgrund dieser Kriterien. Auch die hier drinnen ändern sich jeden Tag. Aber damit ich nicht jedes Mal muss sagen, okay, jetzt ich muss mir diese Liste neu erstellen, muss die irgendwo rüber transportieren, hat man hier heraus die Möglichkeit, aus den
wenn man es jetzt anschaut, Daily Scanner, haben wir jetzt einfach umbenannt und hier drinnen einfach sagen, ich wähle mir meine dynamischen Listen, die sich jeden Tag ändern oder meine Listen, die sich jeden Tag ändern können, hier einfach aus, legen wir die hier dazu und ich weiß, ich habe alle meine Listen, die ich oder meine Instrumente, die ich irgendwo sehen möchte, die ich mir genauer anschauen möchte, mal mit, über einen Mausklick in den Scanner hineingelegt. Kann aber natürlich auch, dadurch, dass ich auch Long-Watch-Listen, Short-Watch-Listen auch ändern, habe ich hier natürlich auch die Möglichkeit, dass ich sage, okay, ich lege mir auch so eine Liste mit hinein, lege mir auch eine statische mit hinein, wo ich sage, okay, das ist eine Long-Watch, die schaue ich mir auch nochmal an. So, oder Short-Watch, wie auch immer, ganz egal. Und jetzt ist auch diese Liste mit drinnen. Das heißt, ich habe jetzt drei Listen mehr oder weniger kombiniert in einem Scanner, in einer Listchart-Gruppe. Muss mich aber nicht mehr am nächsten Tag darum kümmern, dass ich mir den wieder zusammenbaue, sondern dadurch, dass ich das hier ganz einfach hier ausgewählt habe, hier Longwatch, New Low und Earnings Europe und so weiter, habe ich, weiß ich jeden Tag ganz genau, dass ich genau diese verschiedenen Listen genau in einen Scanner drinnen habe. Okay. Das wäre es mal so zu den verschiedenen Möglichkeiten von Instrumentlisten, wie man sie zusammenbauen kann. Gibt es Fragen dazu? Beziehungsweise gibt es allgemeine Fragen zu Agena Trader? Carsten, bist du am Fragen sammeln? Okay, anscheinend Carsten ist ganz ohne Sound. Dann probiere ich es mal selbst zu beantworten und zwar Preisalarm. Jetzt weiß ich nicht, ob die schon beantwortet worden sind. Noch nicht, nein. Preisalarm, preisaktuell Alarmlevel. Lässt sich ein Alarm auf kleineren Preis als den aktuellen stellen? Alarm bei Rücklauf des Preises. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Sie meinen jetzt hier, Herr Seemann, wenn der Preis jetzt hier zurückläuft, ob ich hier einen Preisalarm stellen kann? Kann man, indem man hier sagt, Preisalarm hinzufügen. So, jetzt ist der drinnen und wenn der Preis zurückkommt, dann würde dieser Alarm ausgelöst werden. Also man stellt ihn ganz einfach unter den aktuellen Preis. Ist das damit gemeint? Okay. Kommt jetzt keine Antwort, aber grundsätzlich wäre es so möglich natürlich, dass man Preisalarme unter den Preis stellt. Was bedeuten rechts unten die System- und Internetboxen? Was bedeuten die, bedeuten welche Farben? Das ist ganz hier, haben wir gemacht, weil es immer wieder Probleme gibt. Das heißt, bei manchen Usern mit Internet manche User Internetausfälle haben. Und hier diese Boxen, aber das kommt in die Version 1.9, die zeigen grundsätzlich an, wie der Status der Systeme ist. Das heißt, ich habe hier eine grüne Farbe und ich weiß, hier ist alles okay. Würde ich zum Beispiel irgendwo einen System-Error bekommen oder würde zum Beispiel das Internet ausfallen aus irgendeinem Grund, so werde ich hier sofort gewarnt, indem, wenn
wenn der Internet, der Heartbeat, also die Internet-Pings nicht mehr funktionieren und ich über eine bestimmte Zeit hinweg keinen Ping mehr ins Internet bringe, dann wird hier die Farbe rot. Hier kann es mit dem System kann sein, wenn ich mir zu viele Instrumente lade, dass hier zum Beispiel, dass ich kurz vor einem, nicht Memory Overflow, aber wenn ich mein Memory wirklich auf Anschlag habe, zum Beispiel, ich glaube, ab 85% Auslastung des Speichers, würde hier das System auf Gelb bzw. auf Rot gehen. Das ist aber in der 1.9 drinnen, das wird dann noch genau beschrieben in der Release Note, wie diese Boxen hier unten zu verstehen sind. Handel von Zertifikaten, Optionsscheinen, K.O.-Zertifikate, wird das ab 1.9 möglich sein? Nein, dafür brauchen wir einen bestimmten Broker, der das anbietet, und so einen Broker haben wir nicht. Optionsscheine, K.O.-Zertifikate bieten wir im Agena Trader im Moment nicht an, weil wir dafür keinen Broker haben, keinen Emittenten haben, der hier ausgibt und wir nicht angeschlossen haben. Nächste Frage, wie lassen sich IP-CFDs mit dem Agena Trader, mit dem DEP-AN Datenfeed handeln? Welche Einstellungen sind notwendig? Grundsätzlich können Sie, wenn man hier, muss ich mich selber eindenken, wenn Sie hier auf Instrumente, Märkte und Mappings gehen, auf Interactive Brokers, so haben Sie hier drinnen die verschiedenen Märkte, sagen wir jetzt mal Deutschland, nehmen wir uns den deutschen Markt aus und wir sagen hier Import. So, jetzt hat man vielleicht kurz noch einmal gesehen, ich zeige es Ihnen nur jetzt, dass man das auch hier mit sieht. Hier sehen Sie mal kurz auf, okay, das haben wir bereits gemacht. Dann nochmal Import. So, wenn Sie ganz kurz sehen, Teletrader Taiwan, es ist ja kurz aufgeflackert. Das heißt, was wir hier machen, ist, dass wir die IP-CFDs grundsätzlich schon mal mit Taiwan und Teletrader vormappen. Jetzt haben wir die IP-CFDs hier mal importiert. Und jetzt machen wir es ganz einfach mal auf über einen Chart-Container, List-Chart-Gruppe. IP-CFD ist German. Ich bin aber jetzt über Teletrader verbunden, muss ich dazu sagen. Aber das wäre mit Taiwan das absolut dasselbe. Moment. Okay. Da fällt jetzt Teletrader aus irgendeinem Grund, das muss ich mir anschauen, wieso das jetzt nicht drin sind. Aber Sie sehen hier, dass Taiwan bereits gemappt ist. Das heißt, das muss ich mir jetzt anschauen, wieso dass die hier über Teletrader nicht laufen. Das mag sein, dass man jetzt mit Umstellungen in der 1.9er Version hier ein Problem haben. Wir sind natürlich in der Testphase drinnen, aber es wäre ab diesem Zeitpunkt, ich weiß schon, was ist. Ich weiß schon, und zwar, da falle ich auch immer wieder drauf rein. Kontoverbindungen, so, gut. Disconnect all. Was wir hier haben, was ich hier eingestellt habe aus Spielereien ist, wir haben hier bei Teletrader nur Stock, Futures und Indizes, aber keine CFDs. Muss ich natürlich hier, wähle ich hier an All.
Sage hier okay. Und jetzt, wenn wir jetzt verbinden, okay, jetzt haben wir zu viel geladen. Über Teletrader schauen, was wir jetzt bekommen. Jetzt könnte es natürlich sein, dass man doch schon langsam fängt an zu ticken hier. Wir laden gerade 647 Instrumente, das dauert ein bisschen, aber in verschiedenen Zeiteinheiten. So, okay. Und da sieht man eigentlich schon jetzt, dass wir hier gemappt sind, und zwar in dem Fall mit Teletrader. Das würde das gleiche sein auch mit Taiban, wäre überhaupt kein Problem. Das Mapping funktioniert automatisch, das heißt, nochmal zur Erinnerung, es werden einfach die Instrumente geladen in der Active Brokers. Hier sagt man, ich möchte die deutschen, die französischen, was auch immer, CFDs haben. Man macht hier einen Import. So, es werden die ganzen Mapping-Daten auch von den Aktien auf die CFDs mehr oder weniger gemappt, und zu dem Zeitpunkt hat man hier ganz normal die Taiban-Mappings, die Teletrader-Mappings drinnen und kann hier über die Aktienkurse die CFDs, die IP-CFDs handeln. Ich hoffe, das war verständlich. Nächste Frage. Zwar werden die Sektoren automatisch in die Instrumentlisten angegeben. Ja. Und zwar, was wir jetzt gerade gemacht haben, ist, dass wir, und zwar haben wir heute auch den Newsletter ausgesandt, bitte nachlesen, wir haben jetzt gerade alle Instrumente den Sektoren richtig zugeordnet. Und zwar kommt das, brauchen wir uns nur anschauen, gehen wir auf den Märkte Mappings, wir lesen uns Nasdaq hier ein, zum Beispiel. So, jetzt schimpft Teletrader immer mit mir, weil ich zu viele Daten hier drinnen habe. So, und schauen wir uns jetzt zum Beispiel die Nasdaq 100 an. Das ist jetzt aber auch ein Feature, das muss ich sagen, das kommt erst mit der 1.9er. Was ich jetzt mache, Spalten bearbeiten. Wir geben jetzt hier dazu Instrument Properties und wählen hier aus, ich möchte hier jetzt den Main Sektor. So, gehen wir hier in den Main Sektor, auch dass man das dann auch sieht. Und hier wollen wir diese Auswahlmöglichkeit haben Sie in der 1.8 noch nicht drinnen, muss ich gleich dazu sagen. Das ist hier erst ab der 1.9. Das ist die Industrie- oder Detail-Sektor.
So, sagen hier okay. Und jetzt sehen Sie hier auch wirklich zu all diesen Instrumenten die richtige Main-Sektor, Detail-Sektor und so weiter. Das heißt, hier ist jetzt alles drinnen. Das ist jetzt eingearbeitet worden und zwar ist das seit gestern drauf. Das heißt, alle, die hier den Main-Sektor bzw. Industry- oder Detail-Sektor sehen möchten und vielleicht sich da auch Listen generieren wollen, wie auch immer, hat man jetzt hier die Möglichkeit, hat durch den Import, der Neuimport der Instrumente, hier sich diese Instrumente oder diese Informationen vollständig anzeigen zu lassen. Sieht man auch, glaube ich, hier, Setup, gehen wir rein in den Instrument Escort. Wo haben wir das jetzt drinnen? Listen, LDFs, unter Stocks. Gibt es auch die Möglichkeit, sich hier jetzt anschauen zu lassen. Und hier sieht man auch zum Beispiel die verschiedenen Sektoren. Man sieht hier die Detail-Sektoren zu den übergeordneten, wie zum Beispiel hier. Und man sieht hier genau, welche Werte hier drinnen sind. Das heißt, das hier, diese Information ist jetzt ziemlich vervollständigt worden in den letzten Tagen. Ich würde einfach sagen, gehen Sie auf Tools, Instrumente, Märkte, Mappings, importieren Sie hier über Interactive Brokers oder welchen Datenfeed Sie auch immer haben, ganz einfach den jeweiligen Markt, mag es Teletrader sein oder Taiwan, einfach hier auswählen und sagen, bitte nochmal runterladen, alles Import, passiert nichts, es werden hier nur die Daten neu importiert und Sie können dann sicher sein, dass die ganzen Sektoren und die Industries richtig eingetragen sind. Herr Zemann, einen Moment, muss ich mir anschauen, nur bei bestehenden Alarmen, was war das genau? Der lädt sich gerade. Hätte ich nicht alle anwenden sollen. Egal. Okay. Bei den Preisalarmen bin ich jetzt nicht ganz on track, wie sich das jetzt, wie ich das verstehen soll. Ja, nur bei bestehenden Alarmen nicht möglich. Wenn ein Preisalarm ausgelöst worden ist, kann man den ja wieder reaktivieren. So, okay, jetzt ist alles importiert und jetzt müssten zu allen amerikanischen Werten zumindest die Sektoren und die Titelsektoren importiert sein. So, gehen wir nochmal zurück zum Preisalarm. Preisalarm hinzufügen. So, jetzt wird irgendwann einmal ausgelöst. So. War da, sagen wir, der ist ausgelöst worden. Und wenn Sie ihn jetzt dann herunterziehen, zum Beispiel, dann ist er wieder aktiv, oder? Und dann, wenn er jetzt unter dem Preis ist, Sie müssen ihn einfach nur mal kurz bewegen, dann wird er wieder aktiv und dann kann er weiterverwendet werden, und zwar für, wenn er unter dem Preis ist und gibt dann wieder einen Alarm, wenn er hier zurückfällt. Herr Rabe, es gibt immer noch Probleme mit der, wenn sich die DS nachts ausloggt, dass sich der AD nicht wieder verbindet und die DWS geschlossen bleibt. Kann das geändert werden? Ja, klar, ist mir jetzt neu, dass das nicht funktioniert. Muss man sich anschauen, was das wirklich das Problem ist. Sind Sie da schon mit unserem Support schon in Verbindung diesbezüglich? Weil ich tue mir jetzt schwer, da im Question Answer Webinar etwas dazu zu sagen. Eigentlich nehme ich mal an, dass wir doch sehr viele User haben und hier dieses Problem nicht
wirklich bestätigt. Ich weiß es nur, wo es ein Problem gibt. Das ist natürlich bei den Kunden, die einen PIN drauf haben. Dort kann sich das System nicht auto einloggen. Und dort muss man halt immer wieder den PIN eingeben. Wenn man das nicht haben möchte, dann muss man ganz einfach das Konto, muss man im Konto den PIN deaktivieren, die Sicherheitskarte, und dann sollte eigentlich das Login wieder gehen. Aber das Sicherheitslogin können wir natürlich nicht übergehen oder ausschalten aus dem Machina Trader heraus. Zur Frage, die Trendlinie erweitert lässt sich bei mir nicht in den Action Bar installieren. Wie kann ich das anders machen? Das muss ich mir jetzt anschauen. Rechte Maustaste im Action Bar. Drawings. Trendlinie. Muss ich mir mal anschauen, wie das Ding überhaupt genannt ist. Trendlinie erweitert. Aha. Spannend. Ja, das müssen wir uns anschauen. Tatsächlich. Da haben wir ein Issue, sehe ich gerade. Okay, muss ich mir anschauen, was da das Problem ist, dass sich der nicht hier in dieser Liste befindet. Ich schreibe es mir auf. Vielen Dank für den Hinweis. Okay, so letzte Frage. Bei Machina habe ich immer alles sehr kompakt im Blick. Was mir da fehlt, ist eine Börsenuhr. Wäre doch mal für eine der nächsten Versionen. Ja, ist ein guter Hinweis. Können wir uns zu Gemüte führen mal, dass man hier auch so etwas in diese Richtung einbaut. Aber ich würde nicht zu früh damit rechnen, dass das reinkommt. Wir haben riesen andere Projekte im Moment am Laufen, wo sehr viel an Entwicklungsressourcen reinfließt. Das könnte ich mir vorstellen, dass das in einer 2.0 oder in einer früheren 2.1er Version oder so irgendwas dann passiert. Zur Frage, wann kommt die 1.9er optimistisch? Wir haben gerade heute unser letztes Meeting gehabt. Ich fliege also nächste Woche in unser Entwicklungszentrum, und dort werden wir mehr oder weniger die 1.9er wirklich fixieren. Ich kann es im Moment noch nicht sagen,
weil das jetzt dann noch vom letzten von der letzten Bestätigung unseres Entwicklungsteams und unseres Testteams, Quality Assurance Teams noch abhängt. Wir werden, sobald der Termin fixiert ist, werden wir Ihnen einen Zeitpunkt in Aussicht stellen, wo wir mit der 1.9 dann rausgehen. Es wird ein gestaffelter Rollout werden, wo nicht alle jetzt gleich von Anfang an die 1.9er bekommen, weil doch sehr große Umbauten gemacht worden sind, sondern wir werden einfach die 1.9er Stück für Stück rausschicken. Und ich kann es im Moment wirklich noch nicht sagen, weil das kann eine komplett falsche Aussage von mir sein. Ich weiß das Ende nächster Woche, wann wir mit 1.9 wirklich scharf gehen. Gut. Sind Scripted Targets in der V1.9 fix oder ist das verschoben worden? Scripted Targets, da müsste ich nachfragen, was da jetzt der letzte Stand ist. Wir haben in der, nur dass wir ungefähr ein Mengengefühl dafür bekommt, wir haben ca. 700 Punkte in der 1.9 drinnen, die eingearbeitet worden werden. Größere, kleinere Sachen ist mir jetzt nicht jeder hundertprozentig im Kopf, aber ich schaue es mir an. Herr Domanik, Sie bekommen eine E-Mail von uns. Ja, das müssen wir uns anschauen mit dem Scripted Targets, was da zurzeit Sache ist, und Sie bekommen Bescheid. Herr Rabe, ich sehe, Sie schreiben hier ja, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, wofür Sie ja geschrieben haben, dass Sie sich mit unserem Support in Verbindung gesetzt haben oder dass Sie ein Konto haben, das einen PIN hat. Okay, ich frage mal beim Support nach, Sie und ja, Sie hören von uns. Machen wir so. Okay, gut, alles klar. Ja, gerne. freut mich für die positiven Worte. Ja, ich möchte mich auch sehr herzlich bedanken für die zahlreiche Teilnahme wieder, für das lange Ausharren mit uns. Nächste Woche gibt es wieder einen anderen Termin. Ich werde wahrscheinlich nächste Woche nicht anwesend sein, weil ich eben im Entwicklungszentrum bin. Werden wir uns wieder ein bestimmtes Thema einfallen lassen. Wünsche Ihnen, ich glaube, mit den Fragen sind wir durch, ja. Wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine schöne weitere Woche und ein schönes Wochenende.